Hier sieht aus, als könnte ich hier den Diameter einsetzen, oder? Eine Leinwand für einen Filmprojektor. Film ist eingelegt. Ansehen. Ja. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen. Der Umbrella Corporation. Da auch das Logo. MA-39 Cerberus. FI-03 Neptun. Gänsehaut. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Den haben wir noch nicht getroffen, ne? Den werden wir bestimmt noch treffen. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Das rechts ist doch ein Wesker, oder? Entwicklungsteam. 43 83 41 70623. Das werde ich mal kurz fotografieren. Werden wir gleich gebrauchen, vielleicht. War das dieser Film? Was, wenn ich diesen Film einsetze? Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39 Cerberus. FI-03 Neptun. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Bioorganische Waffen. Forschungsgruppe. Entwicklungsteam. 8462. Acht vier sechs zwei und das und der Film ist auch weg. Gut, brauchen wir nicht mehr. Sagen wir das Passwort 8462. Komm, geh doch hin. Eingabegerät für den Passcode verwenden. Ja. 8462. Okay, sollen wir den Passwort eingeben? Ich bin jetzt gerade voll rausgekommen. Wo habe ich jetzt was geöffnet? Auf jeden Fall ist da jetzt auch eine Schreibmaschinen-Inventarbox, ne? Achso, das ist doch die von eben. Dann gehen wir mal wieder raus. Muss ich hier vielleicht irgendwo eine Diskette eingeben? Ah, hier. Laborschlüssel. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen? Ja. Get away from me! No! Hey! No! Kann ich es noch mal sehen, bitte? Get away from me! No! Hey! No! War Kenneth der erste YouTuber? Der erste Vlogger? So, was ist hier noch? Was stand da eben eigentlich als Text nochmal? Das hat mich interessiert. Wahrscheinlich. Okay, das haben wir eben schon geguckt. Ja, nichts mehr. Gewehrmunition. Schauen wir uns mal den Laborschlüssel an. Hochspannungssymbol eingraviert. Jetzt haben wir auch genug Gewehrmunition, da benutzen wir auch die. Die audiovisuellen Material sind alle ordentlich aufbereitet. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Ja, okay, dann lass raus.
Ich hab den Laborschlüssel, ich glaube, das war sehr wichtig. Hier habe ich alles. Kann ich nochmal weiter hoch? Ich speichere mal ab. Wir nehmen direkt die Magnum Mega. Tschüss. Okay, wir packen ein paar Sachen weg. Kurz nehmen wir mal hier, wo waren das nochmal? Magnum-Munition. Wir füllen unsere Magnum-Munition auf. Und dann kommt das Ding wieder weg. Nur kurz mal rein. Und wir speichern ab, bevor wir sterben. Und das Farbband kommt auch mal ganz kurz mal weg. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Obwohl, die Disketten muss ich auch nur eingeben, dann ist eigentlich auch durch. Da habe ich auch wieder Platz. Okay, pack das mal weg. Wir gehen nochmal in den Raum, wir sammeln alles ein. Wir machen hier Platz. Wir sammeln alles ein, bevor es weitergeht. Ich will, dass der Raum grün ist. Jetzt sind die ganzen Zombies auch verschwunden. Da habe ich so wenig Platz gelassen jetzt. Ist der Raum grün? Nee. Vielleicht muss ich ja irgendwie. Nur Kenneth oder was? Hier ist noch was. Vielleicht ist es nichts Wichtiges, aber ich will, dass der Raum. Ich will, dass der Raum grün wird. Hä, was ist das jetzt hier? Ah, eine Karte. Wir haben die Karte vom Labor, okay. You go nice. Wir gucken jetzt, der Raum ist jetzt grün. Was denn? Endboss schon down? Was für ein Endboss? Komm, wir laufen mal jetzt weiter. Komme ich jetzt in B3 rein?
Jetzt haben wir wieder was freigeschaltet, ne? Ich hab doch den Schlüssel jetzt für die Hochspannung, ja stimmt. Ich kann es doch jetzt hier einsetzen. Sie haben den Schlüssel für den Hochspannungsbereich verwendet. Kommen wir weiter. Okay, ist es giftig? Achso, ist ein Kühlraum. So, ich kann auch was verschieben. Gewehrmunition. Lass es mal kurz liegen. Was Besonderes? Irgendwas höre ich noch hier. Ah, geht die da durch? Das da. Was ist denn das für ein Ding hier? Riesenkakerlack oder Riesenvieh. Sowas finde ich eklig. Diverse chirurgische Instrumente. War das Ding ein Experiment hier oder was? Was war das Bett dann? Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Noch einer. Weggefegt. Wir gucken, wenn man hier nie sauber macht, da kommen da irgendwelche solche, so ein Ungeziefer hier. Die Röntgenbilder kann ich mir nicht anschauen. Gehen wir mal hier durch. Festgerossen, bewegt sich nicht. Raum ist aber grün. Ah, hier kann ich hoch. Komm ich woanders raus, oder was? Warte mal. Gab es da noch einen anderen Durchgang? Hier kam ich doch. Was sind mehrere Dinger? Leichensack liegt auf dem schlichten Blut. Das Datum auf dem Sack. Also auf dem Sack liegt etwas zurück. Kann ich bestimmt das eingeben, oder? Mal, ob ich hier die Diskette einfügen kann. Okay, die Übertragung des Passwortes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Krass, guck mal, die Leichen. Leuchten einfach. Regal ist voller Gegengifte. Geh mal hier rein. Von da komme ich ja, ne? Alles dasselbe hier, glaube ich. Stein oder da gehen. Hier ging es eigentlich nur darum, den Raum zu wechseln. Jetzt noch eine Diskette, ne? Einfach weiter. Hier ist auch nochmal ein Schlüssel. Wir haben den Schlüssel benutzt. Sehr gut. Brauchen den Schlüssel nicht mehr ablegen. Ja, Platz haben wir wieder.
Schauen wir uns erstmal hier um, was hier alles ist. Ah, von der anderen Seite war das. Boah, ist so dunkel. Was haben wir denn hier? Der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken? Ja. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Okay, wir müssen nochmal hier zurückkommen. Wow, wir kommen in einen ganz neuen Bereich hier gerade am Abend. Auch noch eine Tür. Ey, geil! Ein Safe Room. Ich kriege auch immer mehr Platz, sehe ich gerade. Füllen das alles auf hier. Und wir holen noch das Farbband. Obwohl, da ist ein Farbband. Nehmen wir das Farbband hier. Ah, da ist auch noch was. Gewehrmunition, ja, nehmen wir mit. Farbband, speichern wir mal ab. Okay, dann lernst du ihn noch kennen, den Endboss, ja klar. Der Endboss ist auch am Ende. Ich bin hier noch am Tür öffnen. Muss hier noch Türen öffnen. Die verdammten Türen. Okay. Das Farbband, wenn ihr nicht schon das hier seht, dann packt man das mal ein. Sehr gut, das kann auch voll viel Granaten irgendwie sammeln. Das Magazin. Jetzt packt man das Erste-Hilfe-Dings. Ja, das Erste-Hilfe kommt weg. Ich habe ja hier noch eins. Der Raum grün? Ja. Gehen wir hier raus. Gehen wir weiter runter. Wieder ein neuer Bereich hier. Jetzt bin ich aber gespannt. Hör doch was. Wow, das ist hier total. Es wäre doch viel zu einfach, da durch die Tür zu gehen. Hier ist doch rot. Hier muss ich irgendwas aufheben. Direkt den Schädel weggefallen.
Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgerät für den Hochstammmannungsraum funktioniert derzeit nicht, weil es kein Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel. Okay, Treibstoffkapsel, dann müssen wir das Ding füllen, oder? Das ist der Raum grün, das war was Wichtiges. Habe ich mir schon gedacht, warum machen die so eine verschachtelte Geschichte, wenn einfach der nächste Raum neben dran ist? Ist immer so bei Resident Evil. Irgendwann hat man es raus. Manche Sachen, nicht alle. Geht doch genauso. Obwohl. Da. Oh, okay. Mit einer MO-Diskette können Sie den Passcode an das System übertragen. Dann ist die letzte Diskette auch weg. Dann ist es offen. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Weg da! Brauche nur meine Munition. Oh, ich habe schon wieder die Viecher, ne? Der Raum ist aber grün, warum ist der Raum? Da ist ein Bildschirm. Der Selbstzerstörungsmechanismus des Labors. Er ist gewaltig. Das ist der Selbstzerstörungsmechanismus. Es gibt einen Selbstzerstörungsmechanismus. Frage ist, kommen unendlich viele oder hört es irgendwann auf? Der Raum ist grün. Wieso bin ich hier? Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten? Ja. Systeminitialisierung gescheitert. Anscheinend zum Start eine Art Treibstoff erforderlich. Was für eine Art Treibstoff? Vielleicht Kerosin reicht jetzt, wenn ich da... Hey, der Raum vor mir ist auch rot gewesen, ne? Hier ist aber auch noch was zum Aufgeben oder so. Ah, hier. Batteriepack. Ah, der Raum ist grün. Es war nur ein Batteriepack dazu. Ah, was haben wir hier? Achso, das war die Diskette. Ich frag mich, ob da jetzt unendlich von den Dingern kommen. Jetzt habe ich doch die Tür freigeschaltet, da gehen wir zur Tür.
Ja, mach mal hier, dass es. Ich will, dass es hier rot wird. Dass der Raum grün wird. Raum ist inzwischen grün. Jetzt kann ich den Schalter ja betätigen, oder? Soll ich alle betätigen? Aha. Überleg gerade, hätte ich nicht speichern sollen. Boah, wenn es schon so flackert. Und die Musik.